Wer mal die volle RGB-Dröhnung haben will, der sollte unbedingt dranbleiben. Und wer nicht, der natürlich auch. Hallo und willkommen zu einem neuen Review-Video. Und dieses Review findet wieder in Zusammenarbeit mit SCD-Key bzw. deren Partnershop Busy Future statt, die mir freundlicherweise dieses blinkende, schicke Tastatürchen zur Verfügung gestellt haben. Bis auf die kurze Einführung der Marke Motospeed wurden mir übrigens keinerlei Vorgaben für dieses Video gemacht. So, dass ihr wie immer meine persönliche Meinung zu diesem Produkt hier erfahrt. Aber wie gesagt, erstmal zur Marke Motospeed. In Deutschland noch relativ unbekannt, aber das soll sich im Laufe der Zeit noch ändern. Denn warum sollte man auch immer auf die üblichen Verdächtigen setzen, wenn es doch auch viele gute und vor allem günstige Alternativen gibt? In anderen Ländern ist Motospeed bereits sehr bekannt für qualitativ hochwertige und gleichzeitig auch günstige Produkte, die nun endlich auch den europäischen Markt erobern sollen. Am besten beziehbar übrigens über Busy Future. Und den Link zur Tastatur findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. So, aber was haben wir denn hier jetzt Schickes? Und ich muss gestehen, dass ich mit dem Namen Motospeed bisher selbst noch nicht bzw. eigentlich gar nicht in Kontakt gekommen bin. Und so war ich natürlich umso skeptischer bei einer mir völlig unbekannten Marke. Aber ihr kennt mich ja, mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr die Marke dahinter, sondern ganz einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produktes. Zugeschickt wurde mir die Motospeed CK80 in Grau mit goldenen Autumn-Switches. Diese fühlen sich an wie sogenannte Mikroschalter und haben mit diesem auch eins gemeinsam, nämlich das Klicken bei jedem Tastenanschlag. Und wem das nicht gefällt, der kann einfach die silbernen Switches wählen, denn diese sind nämlich völlig lautlos. Und das gute blinkende Stück hier kostet aktuell 69,99 Euro bei Busy Future und ist demnach halt in der preislichen Mittelklasse angesiedelt. Und genau da hätte ich es jetzt auch von Grund auf vermutet, denn die Tastatur macht einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck und ist sogar überraschend schwer. Allerdings, Metall sucht man hier natürlich vergebens und das ist in dieser Preisklasse auch ganz normal. Hochwertigere Alternativen gibt es von Motospeed allerdings auch. Das in meinen Augen ganz Besondere an dieser Tastatur ist aber tatsächlich die Optik. Denn so viel RGB-Bling-Bling, das gibt es nur selten. Okay, die Tastenbeleuchtung gibt es natürlich auch woanders, aber gerade der komplett umrandete RGB-Rand hier setzt dem ganzen RGB dann tatsächlich die Krone auf und spart zur Weihnachtszeit sogar den Tannenbaum. Und etliche Effekte sind möglich, die übrigens gar keine extra Software benötigen. So wie ich es am liebsten mag. Einfach die Funktionstaste und Print Screen zum Beispiel drucken und der nächste Effekt, der steht nämlich schon an. Ob RGB, feste Farben oder sonstige Ideen, das Ganze macht hier wirklich viel Spaß und kann an einem praktischen Rad hier übrigens an der linken Seite auch leiser, natürlich dunkler gemacht werden. Wobei bei so viel RGB der Begriff leiser gar nicht so falsch ist. Für alle LED-RGB-Allergiker gibt es aber natürlich auch einen augenschonenden Modus und das Geleuchte ist dann einfach aus. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich bin mittlerweile nämlich ein ganz großer Fan von LED-RGB-Beleuchtung. Allerdings bevorzuge ich hier eigentlich eher die einfarbige Darstellung, natürlich in Orange, was auch sonst. Aber auch jenseits von RGB kann die Tastatur hier wirklich überzeugen. Meine Videos sind ja bekanntlich alle geskriptet und so schreibe ich natürlich extrem viel mit diesen 10 Fingern hier. Und ich kann voller Stolz behaupten, dass ich sicherlich mit zu den schnellsten Tippern überhaupt gehöre. Pro-Modus aus, wobei ich ja eigentlich noch nie jemanden gesehen oder gehört habe, der damit angegeben hat, schnell tippen zu können. Okay, dann bin ich halt der Erste. Und das Tippen auf der CK80, das kann ich wirklich nur als sehr gut bezeichnen. Normal brauche ich ja immer einige Zeit beim Umstieg auf eine neue Tastatur, aber hier ging das ganz flott, angeschlossen und einfach losgetippt. Bis auf das gewöhnungsbedürftige Klicken hier, hat es sofort mit uns beiden hier geklappt. Ein Nachteil beim Tippen darf ich aber nicht verschweigen. Die Tastatur hat nämlich kein deutsches Tastaturlayout. Für geübte Tipper jetzt überhaupt kein Problem, da diese nämlich alle blind tippen. Ansonsten muss man in Windows aber das Layout umstellen und damit leben, dass Y und Z vertauscht sind und auch einige andere Symbole. Die CK80 ist aber natürlich als Gaming-Tastatur gekennzeichnet. Ich muss sagen, dass ich natürlich weit davon entfernt bin, ein Pro-Gamer zu sein. Ich merke wirklich keine riesigen Unterschiede zwischen unterschiedlichen Tastaturen. Nur ein sehr, sehr langer Anschlagweg, der stört mich natürlich gewaltig. Daher kann ich jetzt nur Folgendes dazu sagen. Das Zocken hat mit der Motospeed CK80 und den goldenen Switches auch einwandfrei geklappt. Die Tasten machen einen wirklich guten Eindruck, das ist mein blanker Ernst. Ja, ich muss sagen, viel zu bemängeln habe ich hier tatsächlich nicht. Okay,
In Schwarz würde mir die Tastatur besser gefallen und ja, ein gesleeftes Kabel wäre vielleicht schön gewesen. Und ja, es fehlt leider auch eine Handballenablage hier vorne. Aber sonst gibt es in meinen Augen hier wirklich nur Pluspunkte. Gute Verarbeitung, günstiger Preis, grandiose LED-Beleuchtung, tolle Tasten und das Beste, es ist keine Software nötig. Also kann man tatsächlich auch bisher unbekannten Marken durchaus eine Chance geben. Wer Lust auf die Motospeed CK80 hat, der darf diese gerne mit dem Link hier unten in der Videobeschreibung bestellen. Und mit dem Rabattcode BZDM bekommt ihr bis einschließlich dem 31. Dezember 2019 nochmal 8% Rabatt. Und wer den Black Friday auch noch mitnehmen will, der hat übrigens noch ein paar besondere Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu sparen. Hier bietet Busy Future nämlich noch diverse Bundles an. Die CK80 hier zum Beispiel mit der V100 Gaming Maus, Windows 10 Pro und EZ Internet Security im Bundle. Selbst ein Bundle mit einem Gaming-Stuhl ist dabei. Reingucken lohnt sich also auf alle Fälle. Auch diesen Link gibt es natürlich hier in der Videobeschreibung. So, und falls euch das Video hier gefallen hat, dürft ihr dieses Video natürlich gerne liken und meinen Kanal abonnieren, denn dann verpasst ihr auch nichts mehr an den neuesten Neuigkeiten im Bereich Gaming-Hardware. So, und ich werde nun meine blasse Haut so ein bisschen bräunen, denn bei so viel LED-Beleuchtung, den CK80 hier, sollte das eigentlich auch überhaupt nicht lange dauern. Ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.